Ich bin Marie von Behrens, ich bin 21 und ich bin hauptberuflich Mode- und Lifestyle-Bloggerin. Marie von Behrens ist nicht nur leidenschaftliche Plattensammlerin, sondern auch Instagram-Star. Fast 400.000 Menschen folgen der jungen Hamburgerin auf dem Social-Media-Portal. Heute besuchen wir sie in ihrer Wohnung im Hamburger Stadtteil Eppendorf, wo sie gemeinsam mit ihrem Freund lebt. Ich wohne hier seit April letzten Jahres, also noch nicht so wirklich lange, und ich bin direkt von meinen Eltern hergezogen. Von daher hatte ich eigentlich nicht so wirklich viele Möbel, die ich mitnehmen konnte. Aber ich habe mich schon immer extrem für Interior Design interessiert und ich wusste, ich will irgendwie so einen Mix aus Designklassikern und irgendwie so Einzelteilen. Und habe dann mir ehrlich gesagt alles so ein bisschen zusammengesammelt. Habe Sachen von meinen Urgroßeltern hier, habe Sachen von meinen Großeltern hier und habe noch ein bisschen was selber dazu gekauft und dann kam das so zustande. Dass Marie einen ausgezeichneten Geschmack hat, beweist sie uns täglich im Internet. Die Leidenschaft zum guten Bild liegt in ihrer Familie. Ihr Vater ist Filmemacher. Bereits vor 9 Jahren fing Marie an zu fotografieren. Ich war damals super jung, ich glaube ich war 12 und habe mit meiner besten Freundin irgendwie den ganzen Tag nur Quatsch gemacht und super viele Fotos, egal wo ich hingegangen bin. Ich hatte immer meine Kamera dabei und dann dachte ich, okay, irgendwie muss ich das jetzt auch mit jemandem teilen, festhalten. Und dann habe ich einen Blog gemacht und irgendwie fanden die Leute das ganz gut und ja, daraus ist das dann entstanden. Zurzeit kann sich Marie glücklich schätzen, denn sie kann sich vor Aufträgen kaum retten. Für sie bedeutet ihr Leben als Bloggerin Abwechslung pur. Eigentlich ist kein Tag so richtig wie der andere, also es gibt mal einen Tag, irgendwie, da kann ich mich mit meinen Freunden treffen, die müssen dann auch natürlich auch mal Fotos machen. Dann bin ich mal in Paris, mal in Kopenhagen, mal habe ich Fotoshootings, Hamburg, Berlin, München, ja, also immer unterschiedlich. Bevor Marie zu einem Kundentermin in die Innenstadt fährt, kommt Managerin Easy vorbei, um mit Marie über anstehende Produktionen zu sprechen. Denn was viele nicht wissen, mittlerweile hat jeder professionelle Blogger ein Management. Easy zeigt sich begeistert über die Qualitäten ihres Schützlings. Marie war tatsächlich die erste Bloggerin, die wir in die Agentur aufgenommen haben. Sie hatte damals schon ein unglaubliches Gespür für Mode, für Bildsprache, weil sie mit 12 schon angefangen hat zu fotografieren und sie eine sehr kreative Familie hat. Und wir konnten es eigentlich gar nicht erwarten, mit ihr anfangen zu arbeiten. Und genauso geht es den Brands, die derzeit regelmäßig mit ihr arbeiten und die neuen Brands, die dazukommen, die gerne mit ihr arbeiten wollen. Nachdem die beiden alles Wichtige besprochen haben, brechen sie in Richtung Innenstadt auf. Auf Maries Agenda steht ein Treffen mit U2, eine Marke, für dessen Magazincover Marie posieren durfte. Um auch heute wieder einen Schnappschuss auf Instagram zu posten, sucht sich Marie noch ein cooles Outfit und verrät uns dann das Geheimnis ihres Erfolgs. Andere Leute merken einfach, wenn man irgendwie nicht man selbst ist, wenn man sich irgendwie verkleidet und wenn irgendwie was nicht passt. Also ich glaube eigentlich, the key to success is einfach be yourself. Bleib so wie du bist, manchmal ist es eben doch so einfach. Bloggerin Marie von Behrens hat dies begriffen und präsentiert sich nicht nur auf Instagram, sondern auch bei unserem gemeinsamen Drehtag unaufgeregt authentisch. Eine sympathische junge Frau, von der wir sicherlich noch viel hören, aber vor allem sehen werden.